Hallo, liebe Kultisten und Kultistinnen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein neues Horrorspiel. Ja, richtig, es ist ein neues Chillers Art Game rausgekommen. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, ich habe es mir sofort gekauft und sofort zugelegt. Ja, ich muss sagen, ihr kennt vielleicht mittlerweile meine Liebe zu den Chillers Art Games. Es ist irgendwie total nostalgisch. Ich liebe diesen japanischen Horror. Und es ist wirklich so wie eine Band, die zwar immer das gleiche Lied spielt, aber die man trotzdem mag. Vielleicht kennt ihr das ja. Und ich muss sagen, ich bin gespannt, was diesmal passiert. Wir haben einen neuen Job als Barista. Das ist ausgezeichnet. Weil die letzten Jobs, die waren Gott sei Dank überhaupt nicht unheimlich, wie ihr euch erinnert. Egal, ob es der Liefermann war oder im Convenience Store zu arbeiten. Und ich würde sagen, ohne weiteres Blabla starten wir in den Horror. Oh nein. Ich bin zu spät zur Arbeit. Ich sollte jetzt schon in meinem Auto sitzen. Ja, das ist ein Problem. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil wir haben einfach alle Zeit der Welt, uns hier umzuschauen. Jack, wie siehst du das? Ja, GHG, lass dir Zeit. Das ist nur ein Job. Ja, gut. Boah. Wir haben hier wieder so ein cooles Chinchilla. Das ist ausgezeichnet. Kaffee gibt's auch. Ist alles, was wir brauchen. Ich muss sagen, dieses Apartment ist selten leer. Also krasserweise da oben, ich weiß nicht. Nee, wir können nicht hoch. Aber da oben zu schlafen, ich irre einfach nur. So, was gibt's hier? Kleidung. Naja, ich werde schon angezogen sein, schätze ich mal, wenn ich rausgehen kann. Gottes Willen! Die Tür ist vollkommen aggressiv in den Spiel. So, was haben wir hier Schönes? Meine Schuhe, ich brauche Schuhe. Die Toilette, jetzt kommt es drauf an. Nein, wir können nicht spülen. Das ist eine große, große Enttäuschung. Aber es macht nichts, wir packen es jetzt los. Lieferapartment oder Wait? Ja, Lieferapartment bitte. So. Ah, das ist super stylisch wie immer. Ich liebe einfach diesen japanischen Artstyle. Und ich liebe auch diese japanischen Wohnungen. Das kennt ihr auch aus den Animes, ne? Das ist einfach, Japan baut einfach super kompakt und ich liebe es tatsächlich. Ich weiß nicht, es gibt auch Leute, die stehen auf total irgendwie ausgefeilte Riesenwohnungen und so weiter. Aber ich muss sagen, dieser japanische Baustil, wo man einfach richtig viel Platz spart, den finde ich eigentlich ziemlich cool. Cool, was ist das? Ist das mein Handy? Es wird lauter. Hä? Liegt ein Handy auf dem Boden? Smartphone von irgendjemand. Hallo, was soll ich jetzt machen? Kann ich irgendwie rangehen? Nee, ich kann's nur komisch tragen. Kaffee, köstlich. Was gibt's hier alles? Es gibt den Chef. Und es gibt dieses kleine lächelnde Ding. Das kleine. Und es gibt wieder die PPC. Ah, eine frische PPC. Es gibt nichts Besseres. Kann ich das hier reinschmeißen, das Handy? Nein? Okay. Was soll ich denn damit machen? Muss ich das jetzt die ganze Zeit hier rumtragen? Na gut, okay, wir tragen das jetzt einfach. Komme ich denn in deine Arbeit? Aha, wahrscheinlich mit diesem Auto hier. Hoffentlich muss ich nicht wie in der Radio Station selber fahren. Das wird sonst eine Katastrophe. Hallo? Hallo, hallo. Warte mal, wir sind noch immer in Japan, ne? Oh Gott! Da ist eine Person, die ich einfach ums Verrecken nicht gesehen habe. Hallo? Der Typ schaut nach irgendetwas. Oh Gott, warum ist denn der so unheimlich? Ist das dein Handy? Schaust du vielleicht nach deinem Handy, sehr unheimlicher Mann? Entschuldigen Sie? Entschuldigen Sie? Gottes Willen, der schaut echt super unheimlich aus. Hey, suchen Sie nach irgendetwas? Ich habe das hier gefunden. Gib es mir! Was sehr freundlicher Mann. Dankeschön. Ja, jetzt ist es weg, mein freies Handy. Ja, du siehst sehr freundlich aus. Ich gehe jetzt da mal. Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt kann ich zur Arbeit fahren. Ich verstehe. Ja, dann mal los, bevor wir zu spät kommen. Wollen nicht schon an Tag Nummer 1 gekündigt werden. Das ist mein Auto. Das sehe ich. Dankeschön. Was das denn Schreckliches? Sieht echt komplex aus. Was ist das? Mülleimer. Sehr gut, ich habe Müll gefunden. Herr, ich habe Müll gefunden. Habe ich's gut gemacht. Wie komme ich hier rein? Ich gehe hier einfach durch die Büsche. Ja klar, warum nicht? Guten Tag. So, hören Sie mal, ich arbeite hier. Muss jetzt erstmal den Strom ausschalten. Nein, muss ich nicht. Das wäre schrecklich. Okay, wir klopfen einfach überall. Hier ist mein Büro. Man sieht, dass es mein Büro ist, weil ich dieses kleine Chinchilla-Mäuschen hier habe. Sehr gut.
Oh, ist das gut. Ich habe den neuesten der neuen PCs. Ach du liebe Güte. Wann spielt denn das, dass solche PCs unterwegs sind? Doch, die Rezepte. Köstlich. Ein grüner Teelatte. Ein White Mocha. Yes. Salted Caramel. Ja, das ist unglaublich. Ich habe mich natürlich sofort vorbereitet. Ich habe nämlich auch hier meinen Kaffee. Ich muss zugeben, und das ist jetzt vielleicht eine Offenbarung. Ich liebe so fancy Coffee. Also für mich ist San Francisco und Starbucks ist absolut genial. Also jeder denkt immer, ich trinke da meinen Kaffee genauso, wie ich mich anziehe, nämlich einfach nur schwarz. Aber das stimmt gar nicht. Einfach hier mehr Sahne und Karamellsirup und Haselnuss. Ist köstlich. Ist absolut köstlich. Ein Besen. Ohne Besen nichts gewesen. Ich glaube, wir brauchen jetzt noch kein Besen. Was ist das? Food Tutorial, Hot Drink Tutorial, Cold Drink Tutorial. Ach Gottes Willen, muss ich hier wirklich arbeiten? 8 semesters later. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Wir sind vollkommen perfekt darauf vorbereitet, jetzt hier als Barista zu arbeiten. So. So, ich muss mein Zeug weglegen und mit Senpai reden. Mein Gott, woher kommst du denn? Wie hast du dich hier rein teleportiert? Das ist unglaublich. So, hier mein Zeug eingelagert. Und jetzt muss ich mit Senpai reden. Senpai! Senpai, los, helf mir! Senpai! Gut, du trägst eine Gesichtsmaske, das freut mich. Tut mir leid, ich bin zu spät. Funahashi, Senpai! Funahashi! Muss man auch bayerisch aussprechen. Funahashi! Sei vorsichtig, das nächste Mal melde ich den Manager. Sehr nett. Es tut mir sehr leid. Ich werde vorsichtig sein. Funahashi! Vorsichtig ist nicht gut genug. Sag mir einfach, du wirst nicht mehr zu spät kommen. Hast du es verstanden? Du bist ein Arsch Funahashi. Du mieser Funahashi. Ja, Sir, ich hab's verstanden. Ich werde nicht mehr zu spät kommen. Du hast auch ein paar Bestellungen dran angebracht, nicht wahr? Wenn du irgendwelche Probleme mit den Bestellungen hast, da sind einige Tutorial-Videos für dich. Deswegen schau sie dir auf jeden Fall mal an. Okay, ich werde sie mir anschauen. Oh, und eine weitere Sache. Lass dein Telefon im Schließfach. Du schreibst besser keinen Textnachrichten während der Arbeit. Ja, Sir. Funahashi, du kannst mich mal krass am Arsch lecken. Genau. Verpiss dich, Funahashi, ist so eingesperrt passt. Starten jetzt in den erfolgreichen Tag und werden so hart und gut arbeiten, dass Funahashi gar nicht weiß, was los ist. So. Komm, Baba! Was gibt's? Was möchtest du? Das sind, ach so, hier kann man Zeug einpacken. Sir, Sie müssen schon sagen, was Sie wollen. Haben Sie Chillers Kaffee gesagt? Ich war noch nie an einem so schönen Ort. Ja, das ist der schönste Ort. Das ist hier der GHG-Kaffee. Die nennen es nur Chillers Kaffee, aber eigentlich ist es der GHG-Kaffee-Place. Ich fühle mich ein bisschen unsicher. Irgendwas Seltsames ist hier in diesem Ort. Meine Tochter scheint ein Fan von hier zu sein. Und jetzt bin ich auch hier. Naja, wie auch immer. Ich überlasse Ihnen die Drinks. Oh, und ich möchte zwei davon haben. Wollen Sie einen Latte und einen Kaffee? Oh, das wäre super. Es ist wirklich hier unangenehm für mich. Unangenehm, warum? Du bestellst Kaffee. Naja, wie auch immer. Können Sie mir irgendetwas für diesen Preis geben? Okay. Überhaupt kein Problem. Also, wir machen Ihnen jetzt einen Kaffee. Er will einen ganz normalen Kaffee. Das ist ein heißer Kaffee. Was machen wir mit dieser Kaffeeding? Aha, Coffee Dispenser. Muss ich Milch aufschäumen? Wie mache ich denn Kaffee? Hallo, hallo, hören Sie, wie mache ich Kaffee? Kaffee, einfach nur Kaffee. Okay, einfach nur Kaffee. Gut. Überhaupt kein Problem. Hier, ein Lid. Ich glaube, ich habe einen Scheiß gebaut. Haha, ist es schon zu? Ist es schon zu? Nee, es ist noch nicht zu. So. Haha, ready to serve cup. Ja. Einmal und einen Kaffee Latte, da bin ich mir sicher, wie wir den machen. Der wird köstlich. Wissen Sie, wie köstlich das wird? Ich würde ihn am liebsten selbst trinken. So. Ich würde ihn am liebsten selbst trinken. Ich brauche Milch. Milch ist bestimmt hier. Sojamilch oder normale Milch? Normale Milch. Wir wissen, jeder Asiate mag normale Milch. Milchpitcher. Habe ich hier jetzt schon Milch rein? Es funktioniert, wie ich wollte. Sehr gut. Sehr gut. habe ich es zu früh weggenommen? Oh nein.
Nein, ich glaube, ich habe es zu früh genommen. Nein, ich muss alles nochmal machen. Mein Gott, ich habe Zeug im Inventar. Hier habe ich kochende Milch. Die habe ich jetzt dazugegeben. Ich habe noch einen Kaffee. Sir? Hallo? Hallo, hallo? Was muss ich tun? Hören Sie mal, jetzt nehmen Sie den Scheiß mal hier. Ich hab den Kaffee in den Mülleimer geworfen. Muss ich ihn irgendwie abkassieren? Ich muss ihn abkassieren wahrscheinlich. Ein Orderstick. Was mache ich mit einem Orderstick? Mein Gott, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Was mache ich mit dem Orderstick? Ihm geben. Hier. Hier, nein, geht auch nicht. Hat er mir jetzt meinen Kaffee weggenommen? Okay, überhaupt kein Problem. Und hier ist noch eins. Steht da drauf, was es ist? Eine Latte. Okay, jetzt verstehe ich. Überhaupt kein Problem. Ich mach nochmal Latte. Das wird köstlich. Ich sag's Ihnen, Sir, der erste, den haben wir leider weggeschmissen. Aber ich mache Ihnen gleich noch einen Kaffee. Das wird köstlich. Warten Sie nur ab. Hier der Pitcher. Die Milch. Ich bin so schnell. Zack. Milch ist so gut wie warm. Hier der heiße Kaffee kommt hier hin. Dann die Milch rein. Sir, sehen Sie, wie ich arbeite? Sehen Sie, wie ich arbeite? Ich arbeite so schnell. Ich bin der schnellste Kaffeeserver. Orderstick. Hallo? Habe ich schon wieder was falsch? Aha! Okay. Ich glaube, ich habe es raus. Ich muss einfach diesen Bestellzettel mit dem Kaffee verwenden. Dann geht er. Machen Sie es gut. Kommst bald wieder zu GHG Kaffee. War köstlich, nicht wahr? So. Sayonara. Jetzt esse ich Kuchen. Scone Coffee Karamell. Oh. Käsekuchen gebackener. Ich liebe gebackenen Käsekuchen. Oh. Strawberry Joe. Da ist jemand. Komm, Baba. So, guten Tag, gute Frau. Gottes Willen, was ist denn mit Ihrem Kopf schief? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Sag mal, was ist Ihnen geschehen? Haben Sie es in den Nachrichten gehört? Ich habe gehört, ein Stalker ist hier unterwegs. Das ist unheimlich. Eine Frau wie ich, Sie müssen sehen, muss ich vorsichtig sein. Ja, besonders wenn du einfach den schrägen Kopf hast. Alle Leute schauen mich immer an. Du, es liegt daran, dass dein Kopf glitscht. Sie sollten auch vorsichtig sein. Ich weiß, ich bin eine wunderschöne junge Barista. Nun, machen Sie sich nicht allzu große Sorgen, aber schauen Sie trotzdem auf sich. Einen schwarzen Mocha-Chip Chiller Puccino, bitte. Gottes Willen. Das ist kalt. Ein Chocolate-Chip Chiller Puccino? Ich glaube, es ist ein Chocolate. Ich brauche Eis, Kaffee, Milch, Schokosoße, Kakaopulver. Okay. Kann ich mir nicht merken, das wird eine Katastrophe. Kalter Becher kommt, glaube ich, hierhin. Zeit für die Eiszeit. So, das war gut. Nein, hör auf, immer mehr Eis zu nehmen. Nein, ich habe viel zu viel Eis. Macht nichts. Aber da muss doch noch Milch dazu, oder? 346 minutes later. Und, Sirup gibt's keinen, oder? Nein, Sirup gibt's nicht, aber... Haha, jetzt pass auf. Kakaopulver. Es ist fast zu einfach. A little longer than a few minutes later. Ich hab ja noch nie mehr Kaffee drin. Hab ich Kaffee drin? Ich glaube, ich versag hier auf voller Linie. Hier nochmal Kaffee rein. Later that night. Aber der Kaffee steht doch hier! Was habe ich denn jetzt gecrushed? Fertig! Ich glaube, das war ein Vollversagen. Okay, Ma'am, gute Nachrichten. Ich weiß nicht, was es ist, aber Sie dürfen es jetzt trinken. Viel Glück. Was? Wie? Wie ist nicht? Die Frau hupt mich an. Okay. Also, wir fangen nochmal von vorne an. Hier, schauen Sie, Ma'am, Ihr Kaffee ist im Müll. Also, ich sag's Ihnen, wenn Sie es jetzt nicht nehmen, ich schmeiß Sie raus aus GHG-Kaffee.
Gott sei Dank. Dann nimm das und jetzt geh dahinter, setz dich hin und trink deinen Scheiß. Ich meine, vielen Dank. Gott, da kommt schon der Nächste. Oh Gott, jetzt wird das Ganze immer stressiger, echt. Jetzt wird das Ganze echt immer stressiger. Okay. Oh nein, es sind Schüler. Schüler werden hier nicht bedient. Oh, na gut. Ein Matcha-Kuchen bitte, das ist der liebe Kenta. Kenta kriegt natürlich seinen Matcha-Kuchen. Hey, hör auf mich zu schubsen! Einen gesalzenen Karamell-Matcha. Ich will ein Matcha-Chilapino. Hey, du kannst nicht immer deinen Drink fertig machen, lass uns lieber teilen. Okay, machen wir das. Ein Pumpkin-Cake. Ich will auch was zu essen, aber du kannst zuerst bestellen. Heißer Kakao, oh Gott, ich mache mich fertig. Heißer Kakao? Meinst du das wirklich? Ich habe im Moment nicht so viel Geld. Hättest du es zuerst sagen sollen. Na komm, ich kaufe dir einen. Was möchtest du? Ja, aber sag es einfach, er hat das Geld. Nein, es ist nicht so, aber wirklich, alles ist okay. Wirklich, ich möchte einen weißen Matcha haben. Okay, irgendwas zu essen? Nur den Drink. Ach komm jetzt, bestell auch was zu essen. Könnt ihr dummes Vierer Comedy-Duo endlich mal bestellen? Okay, amerikanische Waffeln. Waffeln. Okay, danke. Euch beiden. Hey, wohin guckst du denn? Hast du dieses Geräusch gehört? Geräusch? Welches Geräusch? Ich hab's auch nicht gehört. Es ist vermutlich nichts. Schoki. Taka und Schoki. Und Kenta. Das muss nur eine Einbildung gewesen sein. Es passiert von hier von Zeit zu Zeit. Hey, Schwester, ich hab mich umentschieden. Ich will einen Apfelkuchen. Ist das alles? Ja, das ist alles. Was? Ich muss jetzt wiederholen, was die möchten? Okay. Es ist einfach das meiste. Es ist wirklich einfach das meiste. Ja, das ist es. Wow! Kann mir nicht glauben, dass du das alles... Ich habe einfach nur genommen, was am meisten da stand. Wir werden warten. Ihr Zipfel, echt. Okay, hoffentlich steht da jetzt einfach drauf, was der Erste will. Also. Matcha Chilla Puccino. Hier ist Schlagsahne. Ich habe die Schlagsahne gefunden. Das hört sich zum Kotzen an. Na gut, macht nichts. Und natürlich Eis. Eis. Mein Gott, ich wusste nicht, dass mir Barista so Spaß macht. Ich habe echt meinen Job verfehlt. Ich hätte nicht YouTuber werden sollen, der reich und berühmt wird. Sondern einfach Barista. Hier, so. Schau, das Erste ist fertig. Ich will kündigen, wirklich. Ich will kündigen. Was ist denn das Problem? Da ist kein Kaffee drin. Du gehst hier rein und trinkst was ohne Kaffee. Sie werden rausgeschmissen. Sie Arsch. Das ist hier noch immer ein Kaffee-Stau dir. Jetzt verzeh dich, du Kenter. Na gut, ich mach dir trotzdem deinen Scheiß. Ich mach dir deinen Grundschüler-Drink, ja? Hier. Nein, ich trink selber solche Milchdinger. Nein, kein Kaffee. Macht nichts. Wir haben es fast geschafft. Hier. Ich will gar nicht wissen, wie viele Liter in diesem kleinen Mülleimer schon drin sind. American Apple Pie möchtest du, okay. Den habe ich hier gesehen. American Apple Pie, zack. So, und das letzte. War's das? Habe ich nicht ein Getränk vergessen? Ja, kommen Sie bald wieder und das nächste Mal bitte nicht zu viert. So. Machen Sie es gut, Sayonara und so weiter. Ja. Läuft gut, läuft richtig gut. Wir steigen ins Auto ein und teleportieren sich weg. Natürlich, sich teleportierende japanische Schüler. Ich wusste es. Ja, da kommt noch einer. Sie, Sir, haben einen wunderschönen Trenchcoat. Sie sehen ein bisschen aus wie ein Exhibitionist, aber es macht nichts. Hier ist meine Bestellung, Hasako. Was? Okay. Sprichst du aber nicht viel. Das finde ich eigentlich gut. Ein Latte. Ha, pass auf, den Latte, den kriege ich diesmal so hin. Nee, wir machen Kaffee. Jetzt werdet ihr sehen, was richtige Kaffeekunst ist. Mhm. Kaffee.
gekochte Milch, verflucht nochmal. Kaffee und gekochte Milch. Das ist ein Latte. Siehst du mich, wie gut ich bin? Hey, ich bin ein Privatdetektiv. Ja, das würde ich auch sagen, wenn ich ein Exhibitionist wäre. Ein Privatdetektiv, magst du mal unter meinen Mantel schauen? Hast du irgendwas Unheimliches oder Auffälliges hier in der Gegend gesehen? Es wurde gemeldet, dass viele Leute hier belästigt worden sind. Frage mich, ob sie irgendwas hier im Shop gesehen haben. Nein, nicht im THG Coffee Shop. Hier ist alles total koscher. Ich schreie aus dem Keller. Freudenschreie. Rufen Sie mich an, wenn irgendwas passiert. Versuchen Sie, den Shop früh zuzumachen. Ich möchte keine Probleme haben. Was soll das heißen? Was? Gehen Sie, wie hießen Sie nochmal? Hasaki oder so ähnlich. Da steigt er ein und fährt weg. Jetzt müssen wir noch aufwischen. Dann haben wir den ersten Tag geschafft. Mai, waren wir gut. Wir gut. Das Dreck. Hasse Dreck. Das ist viel mehr Coffee Shop Simulator, als ich dachte. Weg mit dem Dreck. Hier hat Kentakun hingemacht. Und hier hat Kentakun auch hingemacht. Nein, ich darf nicht den armen Kentakun die ganze Zeit beleidigen. Der ist eigentlich ganz nett wahrscheinlich. Und hier war er auch. Nein. Kentakun, hast du wieder Pipi in meinem Coffee Shop gemacht? Sollst du nicht. Dummer Schüler. Was ist jetzt los? Warum ist denn jetzt das Licht ausgegangen? Hallo? Was soll ich tun? Ich muss sagen, so ein Kaffeeshop ist eigentlich ziemlich unheimlich in der Nacht. Gab es hier nicht irgendwo... Aha. Sehr gut, es läuft wieder. Also merken, hier hinten ist... Was ist das denn? Ausgeschüttete Milch. Na, das darf aber... Ist hier ein Milchmörder unterwegs? Das darf nicht sein. Was soll ich denn jetzt mit das Bild Milch machen? Hallo? Die sollte man doch normalerweise einfach wegschmeißen. Nicht? Okay, dann schmeißen wir sie nicht weg. Okay, ich muss jetzt tatsächlich nachschauen, wie ich hier weitermache. Ihr werdet nicht draufkommen. Die Spilled Milk ist keine schlechte Milch, sondern das ist einfach Milch, die nicht an ihrem Platz ist. Wie willst du denn da draufkommen? Ist die Kaffeemaschine schon wieder besessen? Nehme ich heute die Bibel mit in die Arbeit. Okay, ist der zweite Tag. Wir wissen eigentlich, bei Chiller Art Games passiert eigentlich immer am dritten oder vierten Tag immer die Katastrophe. Hallo? Ist das schon der Stalker, der mich beobachtet? Chuck, hast du hier einen Stalker gesehen? Nein, GHD, geh raus! Du tapferes Mädchen, na gut. Gut, Chuck, wenn du das sagst, dass es ungefährlich ist. Gehe ich raus, ein neuer Arbeitstag wartet, die Kunden können kaum warten auf den GHG-Kaffee. So, köstlicher GHG-Kaffee. Ja, wie schon gesagt, ich stehe total auf diese fancy Coffee-Drinks. Schreibt mir doch gerne mal, wie ihr euren Kaffee am liebsten trinkt. Trinkt ihr den schwarz, trinkt ihr den als Espresso? Ich muss sagen, ich liebe Kaffee. Kaffee ist köstlich. Ich habe mir aber in letzter Zeit ein bisschen Kaffee wieder abtrainiert. Weil ich bemerkt habe, dass mein Kaffeekonsum in absurde Höhen steigt. So, ab in die Arbeit. Gut, jetzt wird gearbeitet. So. Zeug hinlegen. Du dummer Kerl. Funahashi! Hä, wirklich? Du bist schon wieder zu spät. Hast du verschlafen? Ich bin nicht zu spät. Ach, na gut, ich bin zu spät. Tut mir leid, Funahashi. Nein, das reicht nicht, tut mir leid.
Ich will, dass du nicht zu spät kommst. Ist gut vor einer Hasche. Jetzt geh weg, sonst landest du in der Gefriertruhe. Das ist doch schon das zweite Mal. Das ist mir aufgefallen. Ein bisschen mehr Enthusiasmus würde helfen, nicht wahr? Warum fragst du nicht deine Mutter, ob sie dich nicht aufweckt? Du, ich geb's dir gleich. Ich erzähl dir gleich die miesesten Mutterwitze, du dummer Funabashi heißt du. Du heißt gar nicht Funahashi. Du heißt Funabashi. Das ist trotzdem nicht besser. Ja, dann gehst halt einfach durch mich durch, du Depto. Mag den Funahashi nicht. Oh Gottes Willen, warum hast du denn ein Gesicht wie die Mondoberfläche? Das ist sehr unheimlich. Hier ist meine Bestellung. Okay, für den Mondmann. Was will der Mondmann? Der will nur Kaffee. Das ist mein liebster Kunde. Ich will nur noch den bedienen. Hier, da kommt Kaffee da rein. Das ist so einfach. Oh Gott sei Dank. Du Mondmann, ich danke dir vielmals hier. Und jetzt verzieh dich, unheimlicher Mondmann, und trink deinen guten Kaffee. Hallo? Hallo? Ist mir ein wenig unangenehm. Habe ich irgendwas verpasst? Ach Gott, der will noch was zu essen. Ich dachte schon, er steht jetzt ewig hier und begafft mich einfach nur, dabei will der mehr. Sir? Haben Sie mal an Ihren Kalorienhaushalt gedacht? Noch eine American Waffle, willst du mich verarschen? Der Mann, der frisst sich zu Tode vor meinen Augen. Nein, nicht den Apple Pie. Gottes Willen, ich habe immer mehr Kuchenstücke. Nein, nein, nicht den Apple Pie, die Waffle. So. Jetzt nehme ich mir alles mit für zu Hause. Nom, 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 nom. So, jetzt muss aber auch mal gut sein. Ah. Hey Mädchen. Vielen Dank. Hm? Ich bin der Mondmann. Du siehst beeindruckt aus. Was? Du musst mich nicht Nihongun Yosu. Was? Schreibt mir mal, wenn ihr das verstanden habt. Ich lebe hier seit 15 Jahren. Hey Mädchen. Irgendwas stimmt mit diesem Ort hier nicht. Ich denke das nicht nur, weil ich nicht hier aus der Stadt bin. Irgendwas ist hier mit diesem Laden. Vielleicht wegen dem Typ dort drüben. Typ dort drüben? Hallo? Den Typ dort drüben, da steht keiner. Hä? Ach, ich denke, es ist nur meine Einbildung. Spukt es hier vielleicht? Nun, vielleicht bin ich einfach... Naja... Ich komme zu spät. Ich muss gehen. Bis dann. Willst du mich verarschen? Steht da jemand? Den Typen kenne ich. Den Typen kenne ich. Jetzt pass auf. Der kommt hier rein. Das ist der Typ aus Delivery Guy, glaube ich. Der sieht dem nur ähnlich, weil er ähnliches anhat. So, wie schaut's aus? Redest gar nicht mit mir. Dann kommt Vanillesirup drauf. Das ist einfach nur so ein komischer Vanilledrink. Na gut, dann kriegst du deinen dummen Vanilledrink ohne Kaffee. Weiß der gar nicht, was gut ist. So, da hast du deine erste Bestellung. Was möchtest du noch? Irgendwas zu essen bestimmt. Plus Milch. Willst du mich verarschen? Du hast zweimal Milch extra. Du willst einfach nur Milch. Und dann gebe ich dir halt deine dumme Milch. Du Milchbubi. So, da. Milch ist gut für die Knochen, hat meine Mutter immer gesagt. Kriegst sogar nochmal Milch. Mein Gott, du wirst Knochen haben. Ich sag's dir. So, da. Damit du groß und stark wirst, mein Freund. Jetzt verzeih dich. Na gut, dann geh nach da hinten. Beobachte dich. Trinkst du schon deinen Kaffee? Und dann nährst du hinter der Ecke etwa auf die Milch. Nein, das macht er bestimmt nicht.
Du bist ja ein schicker junger Mann. Hallo. Shoya, der schöne Shoya ist wieder da. Hey, du bist süß. Kann ich deine Nummer haben? Nein? Möchtest du irgendwas bestellen? Dein Herz. Um Gottes Willen, das ist ein Idiot. Okay. Ich denke, ich nehme das, was du haben möchtest. Was ist dein Name? Sag mir deinen Namen. Unsere Empfehlung wäre ein Doppel-Chocolate-Chillapino. Ich sehe schon, was ist deine Telefonnummer? Ich schaue so gut aus, weißt du? Ich würde auch die Worte verlieren. Ich bin ziemlich beliebt hier. Du, Shoya, du bist jetzt nicht mehr der schöne Shoya, du bist der schleimige Shoya. Los, schleimiger Shoya, geh weg. Kein Mensch kann mit Herzchen, kann mit Sternchen in der Stimme sprechen. Jetzt ist deine Chance. Shoya? Weißt du was? Du, ruf einfach hier an. Ist bestimmt kein Serienkiller auf der Nummer. Überhaupt nicht. Ist bestimmt auch kein Bestattungsinstitut. Viel Spaß. Danke, ich werde dich auf jeden Fall anrufen. Und jetzt muss ich ihm trotzdem was zu trinken machen. Mein Gott. Was will er denn? Jetzt hau ab, du schleimiger Shoya. Das ist ja zum Kotzen. Geh nach Hause und ruf dein Bestattungsinstitut an. Nein, es verschwindet ja nicht. Wo schaut der denn hin? Und warum sitzt du im Tisch? Du dummer Shoya, jetzt hau ab. Shoya? Du unheimlicher Stalker, jetzt verzieh dich. Genau, geh nach Hause und ruf bei der Fake-Nummer an. Ruf bei der 0190-Nummer an, echt. Gibt's eigentlich noch 0190-Nummern? Also ich weiß, ich soll die Tische sauber machen und den Müll nach draußen bringen. Okay, kein Problem. Gottes Willen, ich habe mich so erschrocken. Ich dachte, das wären Leichensäcke. Ja, ich kann gerade sagen, alles auf einmal nehmen. Dieser unheimliche Shoya. So. So, und jetzt noch die Tische wischen, dann kann ich endlich Feierabend machen. Nein, wirklich gute Frage. Gibt es eigentlich noch diese 0190-Sex-Nummern? Oder sind die mittlerweile passé? Sind das irgendwelche 0900er-Nummern geworden? Weiß es nicht. Cleaning Rack, okay. Ich muss die Tische abwischen. Am besten nicht mit den Kloreinigungen. Das ist vielleicht nicht das Beste. Es wird gewäscht. Wenn es so eine gute Mitarbeiterin ist, ist es unglaublich. Mir hätte der dumme, schleimige Shoya gegessen. Den wische ich einfach nur weg, den Dreck. So, hier ist noch was. Da. Was ist das denn? Ein Foto. Ich möchte mir dieses Foto anschauen. Oh nein. Oh nein, das war der unheimliche Typ, der nur Milch getrunken hat, der hier das Foto gemacht hat. Oh nein. Und nein, es ist der Milchkiller, der hinter mir her ist. Er tränkt seine Opfer in Milch. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Was ist das für ein Geräusch? Ist das mein Wecker? Irgendwas Unheimliches. Hört ihr das auch? Sind es Leute, die streiten vielleicht? Naja, egal. Wir gehen jetzt einfach nur und hoffen, dass der schleimige Show hier nicht schon draußen steht. Hässlich und geil wie immer. Nein, jetzt hör auf, den Show hier so runterzumachen. Nee, überhaupt nicht. Das ist wirklich ein Widerling gewesen. Pfui Teufel. Das war wirklich nicht der netteste Typ. Bisschen eingebildet. Sag mal, hast du einen Vogel? Mit deinem blöden Kinderwagen willst du mich umbringen? Ich habe mich noch nie von einer Frau mit Kinderwagen so erschreckt. Na, da schau an, wo du hingehst. Oh, Jesus, die Jungen heutzutage. Du, verzieh dich mit deinem Mistkind. Das kann ja nur genauso schlimm werden wie du, wenn du die Leute so erschreckst.
Ach Gottes Willen, ich will gar nicht sehen, wie das Kind... Oh Gottes Willen, es verzieht euch. Oh Gott, warum ist denn das Kind komplett nackt? Sag mal, warum hast du denn hier ein nacktes Kind drin sitzen? Gottes Willen. Ich muss weg. Echt, ich muss weg. Die Frau hat mich schlimmer geschockt als bisher die meisten Geister in irgendwelchen Chiller-Art-Games. Oh Gottes Willen. Das war gemein wie nichts. Ach nein. Ach nein, wir haben es wirklich mit einem Stalker zu tun, der mich beobachtet. Kannst schon verstehen, ich bin auch ein köstliches Stück, aber ich würde mich ja selbst stalken, wenn ich könnte. Nein, würde ich nicht. Würde ich nicht. So, also, wieder mal das übliche Prozedere. Unsere Sachen ablegen und mit unseren dummen Kollegen reden. So. Hä? Nicht? Hallo? Achso, doch. Ich gehe, glaube ich, immer falsch rein. Ich gehe immer von hinten rein. Das ist immer doof. So, sind wir heute wieder zu spät. Das wäre sehr peinlich. Heute ist deine erste Nachtschicht. Ich habe eine Frage. Hattest du seltsame Kunden nachts? Naja, manchmal habe ich das schon. Aber mach dir keine Sorgen. Konzentrier dich auf die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Und tatsächlich habe ich Angst, dass ich vielleicht verfolgt werde. Vom schlimmen, schleimigen Shoya. Haha, du möchtest mir glauben machen, dass jemand in dich interessiert ist? Ach Gott, dieser Funahashi. Der. Jetzt heißt er wieder Funahashi. Sind es vielleicht zwei Kollegen? Gibt es vielleicht einen Funabashi, der ein Arsch ist und einen Funahashi, der ein Arsch ist? Oder haben sie sich einfach nur verschrieben? Es ist wieder Funahashi, egal. Ich denke, ich werde fliegend heraneilen, um dir zu helfen. Haha, wenn sowas jemals passiert. Verschwend, du Zäpfel. Mein Gott, oh Gott, das Willen, was ist denn jetzt schon wieder los? Oh Gott, das ist die Girly-Vereinigung. Okay, komm, Bawa, was gibt's? Ah, tut mir leid, ich gehe auf die Toilette. Kannst du mir einen Macchiato bis dahin bestellen? Remi, okay. Ich möchte eine Zimtrolle Churros und einen Kaffee. Okay, und Creme dazu. Okay, na gut. Isst du wirklich so viel? Kein Wunder, dass du so fett geworden bist. Das ist ja gemein. Hör auf, hier Bodyshaming zu machen. Mayumi, hä? Zahlt ihr einzeln? Zusammen ist okay. Und ich will ein Matcha Chilapino. Was, ein Chilapuccino? Das kannst du nicht ernst meinen. Du weißt, wie kalt es im Moment draußen ist? Ach, ist schon in Ordnung. Und was wollte Mario nochmal? Hat sie nicht gesagt, dass sie einen Macchiato wollte? Meinst Chilapuccino? Sie wird sich noch eine Erkältung holen. Könnt ihr mal aufhören, Scheiße zu reden in meinem Restaurant? Hier, habt ihr das Schild nicht gesehen? Keine Scheiße reden? Nein, wird sie nicht. Du weißt, ich werde in Ordnung sein, aber Mario vielleicht nicht. Ein Karamell-Macchiato, heiß bitte. Einen heißen Karamell-Macchiato, ja, verstanden. Die haben doch irgendwas durcheinander gebracht, hundertprozentig. Oh Gott, das Willen, es ist so viel Arbeit heute schon wieder. Also, ein Matcha-Chiller-Puccino. Okay, wir sind beim letzten angekommen. Ich habe das jetzt alles schnell offscreen gemacht. Also, wir brauchen noch den Karamell-Macchiato. Die haben teilweise auch irgendwelche Sondersachen, die sie wollen, wo ich sagen muss, also ich verstehe natürlich total, dass die Leute auch irgendwie so ein bisschen ihr Zeug haben wollen, aber ich glaube, für die Leute geht das doch, also die hier arbeiten müssen, ist das doch super nervig, wenn es da immer so Sonderbestellungen gibt, ich weiß nicht, aber ich neige auch dazu, dass ich immer irgendwas dazu schreibe, wenn ich mir was zu essen bestelle, was ich irgendwie anders dabei haben möchte, aber die armen Leute, so, und jetzt habt ihr euer Zeug, jetzt geht's da. Oder setzt euch hin. Na gut, setzt euch da hin, dann bin ich wenigstens nicht ganz allein. Da kommt schon der Nächste. Hoffentlich ist es nicht der schleimige Shoya, der zurück ist. Hallo, was machst du da? Reibst du dich gerade an unseren Kaffeesorten? Hör auf, dich an Kaffee aufzugeilen. Was ist mit dem Typen im Bus, der uns heute komisch angeschaut hat? Oh Gottes Willen. Ja, gut, dass wir nicht da waren. Hallo, Kombawa, lieber Mann. Latte, bitte. Super, super wenig unheimlich, danke. Ein Latte. 4, 5, 6, 7 und 100 Yen. Nein, 370 Yen soll es machen.
1, 2, hä? 200er für 270? Das kann ich mir nicht leisten. Dann können sie aber auch keinen Kaffee kaufen. Das ist kein türkischer Bazar, wo du falschen kannst um deinen Kaffee. Oh, okay, dann habe ich das nächste Mal vielleicht mehr Glück. Ich werde den Rest übernehmen. Aber nett von dir. Du bist ja ein netter Bur. Aber ich bin ein guter Samariter. Also mein Vater hat mir immer gesagt, dass, ey, soll ich so sein? Es ist kalt heute. Trinken Sie etwas Warmes, ja? Für jemand wie mich, das ist aber echt lieb. Ah, erwähnen Sie es nicht weiter. Oh, haben Sie vielen, vielen Dank. Danke dem Herrn. Oh, ganz nebenbei, haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Geister gesehen? Bitte? Nein? Ah, ich sehe schon, dann passt das wohl. Geister gesehen? Um was ging es denn da? Akira? Ich weiß nicht. Muss der Stress der Armut sein. Armer Typ. Haha, verstehst du? Ah, es tut mir leid. Ich möchte einen Vanillalatte. Okay. Das ist aber echt lieb, den Typen hier einen Kaffee auszugeben. Auch wenn sie jetzt leider miteinander verschmolzen sind, wie ein schrecklicher, doppelköpfiges Biest. Aber es macht nichts. Das macht nichts, ihr kriegt trotzdem euren Latte Macchiato. So. Aber wenn ihr ein schreckliches Biest seid, ein grauenhaftes, furchtbares Ungetüm. Nein, jetzt hör auf, deine Gäste so zu beleidigen. Gut, der ist zufrieden. Jetzt brauchen wir noch einen Vanillalatte. Ich muss sagen, das ist ziemlich entspannend, hier diesen Kaffee zu machen. Das könnte ich eigentlich den ganzen Tag spielen. nein, vielleicht könnte ich das nicht den ganzen Tag spielen. Ich muss sagen, langsam nervt es auch, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen hier vorbereiten muss. Da, jetzt nimmst deinen Kaffee und jetzt gehst, hast was Gutes getan, bist ein guter Mensch. Tatsächlich aber eine Freundin von mir, die hat das wirklich manchmal gemacht, dass sie, wenn sie draußen irgendwie einen Obdachlosen oder so gesehen hat, und gerade unterwegs war irgendwie ein Kaffeeladen, hat sie tatsächlich Kaffee mitgebracht. Das fand ich total beeindruckend, als sie das wirklich mal gemacht hat vor meinen Augen. War ich nicht darauf vorbereitet. Das war echt lieb. War echt lieb, muss ich sagen. War auch richtig bewegt, als ich da gesehen habe, dass er einfach aus freien Stücken jetzt einen Kaffee kauft und einfach jemand auf der Straße einen Kaffee ausgibt. So, putz mal die Tische. Mein Gott. Diese Ecke ist mir irgendwie unheimlich. Ich weiß nicht wieso. Oh Gott, schneit draußen auch übrigens. Aber diese Ecke, die ist irgendwie spooky. Weil man die nicht einsehen kann. Ich kann die nicht von meinem Tresen einsehen. Und irgendwie ist mir die... Hallo? Hier ist ein komisches Geräusch. Die Mikrowelle. Hallo? Hallo, hallo, liebe Mikrowelle, ist etwas mit dir? Bist du sauer? Habe ich dich böse gemacht? Mein Gott, der Fernseher ist es. Ich habe die ganze Zeit die Mikrowelle verdächtigt. Dabei bist es du, Fernseher. Was? Ich kann mir das genau anschauen. Ja, da freue ich mich jetzt drauf. Oh Gottes Willen. Gottes Willen, das ist irgendwo hinten. Ach du Scheiße. Okay. Wenn es hinten ist, gehe ich vorne rum. Hallo? Da ist ein Zettel. Ein creepy Text steht da. Der Tag, an dem wir uns das erste Mal getroffen haben. Ja, bei Chillers. Sie hat mich angelächelt wie eine Blume. Nur darüber nachzudenken, lässt mein Herz härter klopfen. Ich habe noch niemals so gefühlt. Ich frage mich, ob sie ein Lächeln aufsetzt für jedermann oder ob sie es nur für mich tut. Okay, danke schön. Ja, köstlich. Hoffentlich meinte mit sie einfach unseren Senpai. Was zum Henker, da steckt ein Schraubenzieher da drin und der sammelt irgendwelche Milchdosen? Was liegt denn da am Boden? Oh nein, wir haben es mit einem kaffeesüchtigen Irren zu tun. Ach du liebe Güte, der Tag geht schon mal scheiße los. Echt,
Ihr wisst, dass der Tag scheiße losgeht, wenn man sofort den Tag startet und es klingelt sofort an der Tür. Ja, natürlich, ein unheimlicher Text, den brauche ich zum Morgen. Ich kenne sie am besten, vielleicht nach ihrer Mutter und ihrem Vater. Ich werde bald schon ihre Nummer 1 sein. Sie hat mit mir geredet, sie hat mein Telefon aufgehoben und hat es mir zurückgebracht. Ich wusste, sie fühlt genauso wie ich. Wir sind verliebt und heute ist unser Jahrestag. Ja, danke schön. Hallo? Ja, wir verschwinden von hier. Das war dieser seltsame schwarze Typ. Also ich glaube nicht, dass der von der Hautfarbe her schwarz war. Ich glaube, der war... Also der stand einfach nur so im Schatten, dass man den kaum erkannt hat. Das ist ja cool gemacht mit dem Schnee und dem Baum. Okay. Super, wir haben einen Stalker. Liebe es, einen Stalker zu haben. Ich habe so Schiss vor der Frau mit dem Kinderwagen. Wirklich, eigentlich der Stalker ist mir eigentlich egal. Ich habe echt nur Schiss vor der Frau, dass die Frau mit dem Kind mir nochmal beinahe mich über den Haufen fährt. Okay, wir gehen zur Arbeit. Hä? Mein Wagen springt nicht an. Muss den Bus nehmen. Ach du liebe Güte. Sag mal, warum raucht denn plötzlich mein Auto? Na gut. Okay, ich muss den Bus nehmen. Wo fährt hier der Bus? Und warum ist es so gottverdammt finster hier? Ah, hier, das Zeichen zur Busstation. Ich muss sagen, was das Game relativ gut macht, fühlt sich, nachdem dieser Stalker einen jetzt beginnt anzuschreiben, echt irgendwie so, als würde man die ganze Zeit verfolgt werden. Ist aber keiner. Okay, Busstation. Warten wir einfach auf den Bus. Cool, wir sind im Bus. Lieber Busfahrer, 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 los, fahr mich. Fahr mich, wohin ich will. Das ist ein Auto, schön. Ach du lieber Busfahrer, Busfahrer, fahr endlich weiter. Gottes Willen! Gottes Willen, er hat sich auf den Stuhl teleportiert. Ist der... Hallo? Nein, sei bitte nicht der Stalker. Oh, sei bitte nicht der Stalker. Hör auf, mich anzuschauen. Schauen Sie da gerade aus. Los, schau auf die schöne Frisur vom Busfahrer. Ganz schön unangenehm. Kennt ihr das auch, wenn ihr im Bus so angestarrt werdet? Komm, steig aus. Muss ich aussteigen? Ja, ich muss aussteigen, ich muss aussteigen. Natürlich muss ich aussteigen. Hä, warte mal, ich bin hier falsch. Hallo, hallo, Bus! Ich bin hier falsch! Nein, ich bin hier richtig. Hier ist meine Arbeitsstelle. Gut gemacht, lieber Busfahrer. 10 von 10 wird wieder mit dem Bus fahren. So, mein Zeug wegräumen, mit Senpai reden. Wo ist Senpai eigentlich? Hallo, Senpai, bist du schon wieder auf dem Klo? Ist Senpai nicht da? Wo ist Senpai? Senpai, bist du auf dem Klo? Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir, dass der mich hier jumpscaren will. Haha, ich hab dich gejumpscared. So, jetzt seht ihr mal, wie es ist, Horrorgames zu spielen. Um Gottes Willen, du hast mich fast zu Tode erschreckt. Lass mich in Ruhe, wenn ich auf dem Klo bin. Verdammt nochmal. Geh zur Arbeit. Genau, jetzt geh fertig. Mach dein dreckiges, kleines, mistiges Geschäft. Du dummer Funahashi. Nein, wir haben auch ein Drive-Thru. Das ist beschissen. Ei, was darf ich für dich tun? Oh Gott, das will ich. Jetzt muss ich hier. Oh Gott, warum bist... Gott, das will. Seht ihr, wie groß der ist? Das ist einfach der unheimliche Horrormann. Der setzt sich einfach hier hin. Na gut, einfach weiterarbeiten. Ich muss sagen, mittlerweile habe ich dieses Business hier ganz schön gut drauf. Also, ich will mich nicht selber loben, aber ich glaube, ich bin auf jeden Fall mittlerweile schon ziemlich erfahren als Barista. Ich könnte jetzt wahrscheinlich einfach so direkt anfangen. So, Karamellsirup. Noch die heiße Milch dazu.
Zack, das geht einfach ratzfatz. So, und das letzte ist nochmal eins von den Dingern. Okay, okay. Bam! So schnell habe ich noch niemals einen abkassiert. Na Gott, da ist noch immer der unheimliche Typ. Hey, sag mal, möchtest du nicht was bestellen oder sitzt du hier nur da und schaust mir an? Gottes Willen, er schaut mir die ganze Zeit nach. Gottes Willen, er schaut mich wirklich an. Also ein bisschen gruselig ist schon. Ma'am, schön, dass Sie da sind. Sie sehen nach einer Europäerin aus. Yoko, ich möchte einen grünen Tee. Und diese Waffeln bitte. Ja, den grünen Tee. Und die Waffeln hier sind köstlich. Ich komme immer für diese. Ich bin froh, dass Sie es mögen. Nein, vielen Dank, dass Sie sie mir servieren. Mein Sohn mag sie auch. Ja, ist gut. Sind Sie allein? Ich gebe Ihnen das, wenn Sie möchten. Diese Rosenbrosche soll Sie vor Bösen schützen. Sie sollten sie behalten. Ich habe sie von einem Infomercial im Fernsehen. Sie haben einige erstaunliche Dinge drüber gesagt. Ja, auf jeden Fall, Astro TV hört immer auf das, was Astro TV sagt. Also wenn Astro TV sagt, es nimmt euer Geld und schickt es ins Universum, um mehr Geld zu züchten, überweist am besten alles Geld. Nein, macht es nicht. Macht es nicht, schaut am besten gar nicht Astro TV. Können Sie es glauben? Für nur 9.900 Yen. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist, aber es sieht nicht so, scheint nicht so billig zu sein. Oh, es ist in Ordnung. Ich kenne viele davon. Heutzutage ist es einfach so bequem, Sachen einfach übers Telefon zu bestellen. Das ist doch mittlerweile schon out, liebe Dame. Wirklich, heutzutage ordert man online und bestellt nicht Sachen übers Telefon. Die sind einfach nur ein paar Knopfdrücke weit entfernt. Sehr großartig. Na gut, nehmen wir die Rosenbrosche. Ja, ja, wir brauchen immer Schutz gegen das Böse. Ich muss übrigens sagen, was ich super süß finde, was ich super cute finde, ist dieser kleine Chiller, also Chinchilla. Ich schätze mal, deswegen heißt ja auch Chillers Art, weil es ein Chinchilla sind, ne? Aber die finde ich super cute gemacht. Ich würde eigentlich viel lieber hier tatsächlich meinen Kaffee bestellen, als... Ja, schau dir das mal an. Das ist doch super cute einfach nur. Würde ich viel lieber meinen Kaffee bestellen, als bei Starbucks. Es gibt immer so ein paar wiederkehrende Sachen bei Chillers Art. Zum Beispiel kriegt man wirklich relativ oft einfach ein Talisman gegen das Böse. Und ich frage mich, ob das so ein Running Gag irgendwie in Japan ist, dass so Leute, die sowas verschenken, so ein bisschen Esokäse da irgendwie rummachen, oder ob das so eine Anspielung sein soll auf so übermäßig glaubende Esoterik-Leute. Wo ich sagen muss, ich finde, Esoterik ist ein interessantes Feld, aber es gibt ja so Leute, da weiß man ganz genau, die wollen einen abkassieren. Also ich war auch schon auf ein paar Esoterikmessen und so weiter. Und was man da manchmal sieht, das ist echt die Bombe, mit was sie teilweise Geld machen wollen. Also teilweise kann ich mir das schon vorstellen, dass es da wirklich Sachen gibt im Esoterikbereich, die auch irgendwie funktionieren. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Placebos funktionieren ja auch, und es gibt einfach mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir manchmal erklären können. Aber es gibt auch so Leute, da merkst du ganz genau, die wollen nichts anderes als deine Kohle. Und auch so Esoterikmessen, da würde ich sagen, ist da gut Hälfte-Hälfte dabei. So, wer bist du? Du bist die absolut dürre... Oh Gott, das will jetzt sehe ich erst, wie dürr du wirklich bist. Okay, du bist ziemlich dünn. Das ist ein Idol, okay? Schwester, bist du nicht eine Süße? Bist du ein Model oder sowas? Nein, nein, wirklich nicht. Was für eine Verschwendung. Es tut mir leid, aber du solltest auf jeden Fall den Stil nutzen, den du hast. Ich meine, willst du, dass ich mein Büro für dich anrufe? Ich gebe denen gerne deine Nummer. Tut mir leid, ich möchte sowas nicht machen. Ja, ich sehe schon. Na gut, dann ist es mir aber ja auch egal, wenn du es bereust. Ich möchte einen salzigen Karamell-Matcha, please. Na gut, na gut. Okay. Was für Leute man sich hier teilweise rundschlagen muss. Aber ich muss sagen, das ist auch relativ realistisch. Ich habe manchmal schon Kunden gehabt, wo ich mir dachte, was möchtest du eigentlich? Geben wir schnell den Hungeropfer seinen super süßen Drink. So. Mach's gut. Ich muss sagen, diese Idol-Fanatismus,
den finde ich schon sehr seltsam in Japan. Aber ich bin auch nie so ein Typ dafür gewesen, der sich für sowas begeistern lässt, für so Starlets und so weiter. Deswegen ist mir das total fremd. Und ich finde das teilweise auch ganz schön krass, wenn ihr mal Perfect Blue gesehen habt, wie diese Leute gehypt werden in Japan, diese Idols. Das ist schon echt heftig, wo ich mir vorstellen kann, das ist, glaube ich, ein absoluter Knochenjob, das zu machen. Ja, danke. Und das war der Moment, wo mein Tag richtig beschissen wurde. Alter, du bist so cringe. Hi. Hey, es ist so heiß heute. Ich will ein Karamell-Chiller-Puccino. Okay. Tut mir leid, Sir, könnten Sie sich bitte etwas anziehen und nicht so einen Aufstand hier machen? Ach, komm schon. Ich bin hier auch nicht lange. Ja, okay, was sollen wir sagen? Sollen wir sagen, hey, es wäre aber eine Katastrophe für einen Kunden, wenn er sich eine Erkältung zuzieht. Oder nein, das würde es nicht tun. Es ist illegal. So steht es außer Frage. Sprechen wir auf seine Gesundheit an. Tut mir leid, Sir. Sie können sich an den schlimmsten Stellen eine Erkältung holen. Sie könnten einen so kleinen Pipi-Mann bekommen. So kleinen Pipi-Mann, dass er sich fast schon in den Körper zurückzieht. Das sollten Sie auf keinen Fall machen. Warte, was? Machen Sie sich Sorgen um mich? Danke, aber es ist heiß heute. Also, tut mir leid, es hat Minusgrade draußen. Minusgrade. Wo wir wieder dabei sind, so klein. Was? Ist es im einstelligen Bereich? Gott, ich weiß nicht, was das hier ist. Ich weiß nicht, was diese Antwort zu deuten hat. Ich sehe schon. Merken Sie nicht, dass die Leute ganz unterschiedliche Sinne heutzutage haben? Ich gehe am besten nach Hause. Gehen Sie am besten nach Hause. Tanzen Sie am besten nach Hause. Gehen Sie hier tanzen nach Hause. Hier, geh. Du liebe Güte. Ja, der Job ist geil. Eigentlich möchte ich nichts anderes mehr machen als diesen Job. Okay, ich muss die Toilette säubern und den Müll rausbringen. Da ist frisches Toilettenpapier. Ich pflege schon. Hui, Toilettenpapier zum Auffüllen. Juhu. So. Ausgezeichnet. Kann ich jetzt nach Hause gehen, bitte? Hallo? Scheiße, ist abgeschlossen. Hä? Was ist denn da draußen los? Das ist eine Uhr, die runterzählt. Muss ich irgendwas machen? Muss ich einen heißen Kaffee machen? Ich muss auf Leben und Tod Kaffee machen. Ach, leck mich doch am Arsch. Ein Latte möchte der Geist. Okay. Der Geist möchte ein Latte. Mach hin. Ach, du liebe Güte. Jetzt sind die Geister schon da und bestellen Latte. Verflucht nochmal. Ich hasse es, wenn das passiert. Echt. Ich kann das nicht ausstehen. Hier, der Kaffee muss dahin. Ich hab nicht mehr lang Zeit. Der Geist möchte was. So, hier. Geist, lieber Geist, hier hast du deinen Kaffee. Gottes Willen, das ist die nächste Person. Oh Gottes Willen, was muss ich machen? Der will noch einen Latte. Der will noch einen verdammten Latte. Oh Gottes Willen, das sind Geister, Leute. Sag mal, was ist denn jetzt los? Muss ich jetzt für Geister Milch machen? Ich meine Kaffee machen. Ich bin zufälligerweise der schnellste Kaffeemacher. So, lieber Geistermann, hier hast du deinen Latte. Das ist der nächste Typ. Oh Gottes Willen, ich will noch ein Latte. Warum trinken? Geister trinken nur Latte Macchiato anscheinend. Merkt euch das, wenn ihr mal mit Geistern zu tun habt, die trinken nur Latte Macchiato. Ich muss jetzt hier um mein Leben arbeiten. Ist da noch einer? Ich habe noch 12 Sekunden. Die saufen nur Latte den ganzen Tag. Das machen Geister so. Das ist halt so. Hallo? Was ist falsch? Kaffee für dich? Was stimmt hier nicht? Ich muss sagen, ich bin ganz schön angestrengt. Hier geht's auf. Okay.
Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Mein Zeug ist nicht da. Okay, verschwinden wir von hier. Hier nicht raus. Das ist aber ganz schön unangenehm. Oh nein, da ist jemand. Neun Uhr, habe ich alles nur geträumt? Okay. Nächster Tag. Oh nein, jetzt beobachtet mich von draußen schon irgend so ein Typ. Was ist denn hier los? Schlechtester Arbeitstag, wirklich. Okay, ich habe das mit den Geistern irgendwie nur geträumt, glaube ich. Das war ein weirder Traum. Ich muss sagen, die Geister haben mir ganz schön Stress gemacht. Das ist ganz schön eisig heute. Hallo? Ist alles okay mit dir? Hi, grüß dich. Hüpfst du immer so? Na gut, das ist vielleicht nur ein Kind, das spielt oder ein Exorzismus durchführt, ich weiß es nicht. Bitte nicht die Frau mit dem Kinderwagen. Gott sei Dank ist es nicht die Frau mit dem Kinderwagen. Okay. Zeit für die Arbeit. Könnte bitte jetzt mein Auto wieder funktionieren? Ja, Auto funktioniert. Ausgezeichnet, bester Tag. Wir müssen nicht mit dem Boss fahren. Auch wenn der Busfahrer sehr gut gefahren hat. Sehr gut gefahren. Okay, heute ist irgendwas anders. Irgendwie wirkt es heute unheimlicher als sonst. Sehr still hier. Oh nein. Hä? Du bist verschwunden. Mein Gott, da bist du wieder. Hi. So, meine Vermutungen waren richtig. Bin froh, dass sie mich kontaktiert haben. Okay, ich habe ihn anscheinend angerufen. Das ist, warum sie Leute wie mich haben. Ich werde mich ein wenig umsehen und werde sehen, ob ich etwas finden kann. Ich frag mich, ob der Typ der Stalker ist. Da kommen noch immer Kunden. Das ist unglaublich, wie lange dieses Spiel geht. Mein Gott, das ist die mistige Frau mit dem Kinderwagen. Die kriegt nichts hier. Verzieh dich, du Hexe. Du Kinderwagenhexe. Oh, na gut. Dein Kind ist nicht mal da drin. Ja, wortlos bestellen. Das nehme ich am liebsten. Salzigen Karamellmotscher. So, geben wir es lieber der Frau mit dem Kinderwagen. Mit ihrem komischen Geisterkind. Da. Und jetzt bitte verzieh dich und erschreck mich nicht zu Tode. Los, hau ab. Hau ab, nimm dein Geisterkind mit, das nicht da drin ist. Warum fährt die es denn dann eigentlich wirklich rum? Schon irgendwie unheimlich. Okay, ich glaube, dich kenne ich noch nicht. Du siehst ganz normal aus. Das ist seltsam. Ma'am? Oh, es tut mir leid. Geben Sie mir das Übliche. So, auch die haben wir fertig. Hey. Reparieren Sie gerade die Antenne für den Shop in diesen letzten Stunden? Antenne? Nein, Ma'am? Warum? Ich sah jemand auf dem Dach. Was? Da sollte niemand auf dem Dach sein. Es könnte der Ermittler sein. Vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Es kann auch nur meine Vorstellung gewesen sein. Vielen Dank für den Drink. Vielen Dank. Machen Sie es kurz, sayonara. Warum zum Henke ist da jemand auf dem Dach? Ja, ich muss die Customers hier erstmal abfertigen. Schaut euch mal an, die trinkt jetzt den Kaffee. Und dann flitzt die ab. Das ist einfach viel zu viel Koffein in GHG-Kaffee. Ich sag's euch, es ist viel zu viel Koffein. Ich geh jetzt nach oben. Ja, das ist eine Leiter. Wo zum Henker kann man hier eine Leiter anbringen? Ich gehe jetzt im Winter aufs Dach mit einer Leiter. Das ist... Hallo? Das ist, glaube ich, die dümmste Idee, die man machen kann. Naja, okay. Soll ich hochklettern? Ja, wir klettern hoch. Hallo, ist jemand auf dem Dach?
Und jetzt kommt irgendwie raus, dass hier in Wirklichkeit ein Toter hier unten drin ist oder so. Was? Runtersteigen? Okay. Das ist unheimlich. Hallo? Es sieht nicht aus wie der normale Lagerraum. Oh nein, jetzt komme ich drauf. Der wohnt die ganze Zeit hier im Lagerraum. Mit einer Banane und Milch. Der ernährt sich nur von Banane und Milch und Kaffee. Ich muss den Shop zuschließen. Schnell. Ach du liebe Güte. Soll ich die Tür aufschließen? Ja, bitte. Wie? Ich muss den Shop zuschließen. Produktscanner. Geld nehmen, okay. Nein, Geld nicht in den Mülleimer werfen. Ist hier umdrehen wahrscheinlich? Muss ich die wegschmeißen? Was? Du schmeißt jetzt so viel Zeug weg? So, ich muss aber noch ein paar Sachen erledigen. Ist aber nichts mehr. Mein Gott, ich muss hier Produkte abscannen. Irgendwas muss ich noch machen hier wohl. Ach, das Geld hier rein wahrscheinlich. Super schnell Kasse gemacht. Okay, ich muss das Ding abschließen. Flip the sign to close. Es ist close. Oh nein, oh, was bist du denn für einer? Ja, danke schön. Aha. Oh Gottes Willen, bist du dieser lange Mann, der hier manchmal rein ist. Okay, den habe ich aber kommen sehen, den Scare. Okay. Der liebt es hier. Oh nein, mein Zeug ist weg. Was mache ich jetzt am blödsten? Jetzt mein Auto. Hallo? Ich glaube, er hat ihn erwischt. Retry. Okay, wir versuchen es nochmal. Der Typ ist jetzt von hier vorne verschwunden. Das ist eine schlechte Nachricht. Ich habe einen Schraubenzieher. Ich habe einen Schraubenzieher. Okay. Aber was kann ich mit dem Schraubenzieher machen? Was kann ich mit dem Schraubenzieher machen? Habt ihr irgendeine Idee? Mein Gott, habe ich mich jetzt im Klo eingeschlossen aus Versehen? Hier! Mein Gott, ich schließe mich im Klo ein und dann schraube ich das hier los. Ich breche aus der Toilette aus. Oh, das wäre an der Tür. Oh, der ist bereits hier drin. Oh, sowas finde ich aber unheimlich, solche Sachen. Von wegen, hey, der hat die ganze Zeit hier schon gelebt oder so. Oh, das ist echt creepy. Der spinnt. Hören Sie mal, wenn man auf dem Klo ist, ist man auf dem Klo. So, raus hier. Ich krieche jetzt durch den Lüftungsschacht. Mein Autoschlüssel, okay, mein Schlüssel. Aber wo ist mein verfluchtes Auto? Da ist mein Auto.
Ich sehe den Typen gerade nicht. Einfach wegfahren. Einfach wegfahren. Bitte was? Zerrt da jemand an meiner Autotür? Hallo? Ist er schon die ganze Zeit auf dem Rücksitz? Er ist die ganze Zeit schon auf dem Rücksitz und im Kofferraum. Was? Retry! Okay. So, ich habe eine andere Idee. Da ist irgendwo die Leiter. Was ist, wenn wir einfach versuchen, von oben zu entkommen? Also hier kommt der Irre. Das ist der irre Kaffeeshop-Bewohner. Und hier war irgendwo eine Leiter. Ich schnapp mir jetzt die Leiter und kletter nach oben. Vielleicht kann ich hier irgendwie entkommen oder irgendwas anderes machen. Ein Stein, sehr gut, Steine sind die mächtigste Waffe. Ja, da haben wir wieder den toten Detective, der da vor sich hin faulenzt. Oh, jetzt pass auf, du wirst die Macht der 1000 Steine kennenlernen. Mit 1000 meine ich einen großen. Los, Stein, flieg und sieg! Ausgezeichnet. So, ich glaube, der ist erstmal K.O., der Typ. Hallo? Ist er K.O. oder steht er gleich wieder auf? War's das? Ich habe einen Mann getötet. Als ich den Stein genommen habe, hat der Mann direkt mich angeschaut. Ich konnte mich nicht aufhalten. Er wollte reinkommen und mich töten. Der Mann sah entsetzt aus. Ich konnte ihn nicht mal. Warum hatte er... Ich hatte keine Wahl. Ich wollte ihn nicht umbringen. Ich hatte Angst. Ich bin zur Polizei gerannt und ich habe der Polizei alles erzählt, was ich wusste. Und die Polizei hat mich zum Tatort mitgenommen, aber der Mann war nicht länger hier. Niemand war mehr da. Es ist alles vorbei. Ich bin sehr müde nach allem, was passiert ist. Und jetzt will ich mich in Ruhe daheim ausruhen. Herzschlag. Das ist ziemlich unheimlich, muss ich sagen, wenn dieser Typ nicht mehr da war. Ich glaube, wir haben nicht das gute Ende erreicht. Warten wir mal ab. Irgendwas stimmt mit dem Fernseher nicht. Fernseher auf Fernseher. Das Kabel funktioniert wieder nicht. Ich sollte den Besitzer anrufen. Aha, hier ist ein Kaffee. Chuck? Chuck, kannst du den Besitzer für mich anrufen? Wo ist mein Telefon? Oh oh. Hallo? Nee. Ist das hier draußen? Auf dem Balkon? Das klingelt von unten vielleicht? Es wird lauter. Aha. Ja, schon klar, neben diesem schwarzen Wagen liegt ein Telefon. Ich gehe zurück. Danke, dass du mir das Telefon wiedergebracht hast. So, lieb, ich habe ja auch deins damals gebracht. Ich muss jetzt weg, tut mir leid. Hat er mich vielleicht mit dem Telefon einfach nur rausgelockt aus der Wohnung? Damit er jetzt bei mir einbrechen kann, kann das sein? Mhm.
Okay, schön, dass ich mein Handy wieder hab. Oh Gott, der Schrank geht auf. Oh nein, der Schrank geht auf. Oh Gottes Willen, der Stalker. Ja. Und das war The Late Shift, das neue Chiller's Art Game. Ja, ich fand's tatsächlich ziemlich cool. Ich fand's wirklich ziemlich cool. Wieder eines der stärkeren Chiller's Art Games. Ich fand auch die Radio Station nicht schlecht. Die ist ja zuletzt rausgekommen. Aber ich fand das jetzt tatsächlich ein bisschen unheimlicher. Es hat auch tatsächlich diesmal nichts mit irgendwie Geistern oder Ähnlichem zu tun gehabt, sondern da war halt ein Geistertraum dabei, wo sie geträumt hat, dass er so viele Kaffee wie möglich für Geister, die immer nur... Geister trinken immer nur Latte Macchiato, das haben wir gelernt. Aber tatsächlich war ja das Ganze diesmal eigentlich ein True-Crime-Horror-Game, was ich ziemlich cool fand, weil der Typ wohnte ja schon die ganze Zeit im Hinterraum von diesem Coffeeshop. Und das finde ich eh ziemlich unheimlich. Da gibt es ziemlich viele Horrorfilme drüber. Es gibt aber auch ziemlich viele spooky Geschichten drüber, wo einfach Leute hinter den Wänden oder im Keller von jemandem leben. Da gibt es wirklich in letzter Zeit sehr, sehr viel. Und das finde ich eigentlich ziemlich unheimlich. Weil stellt euch mal vor, ihr findet einfach einen Ort in eurem Haus, im Keller oder irgendwie auf dem Dachboden und bemerkt, da wohnt seit geraumer Zeit irgendwer Fremdes bei euch in der Wohnung. Das finde ich ziemlich unheimlich. Ja, zwischendurch fand ich die Coffee-Szenen vielleicht ein bisschen sehr lang. Die waren zwar unterhaltsam, also das Game zu spielen war total unterhaltsam, aber ich kürze es euch natürlich zusammen, weil ich muss sagen, die Aufnahme dauert jetzt über 2 Stunden mittlerweile und da ist viel Filler-Material gewesen. Aber dennoch, ich fand das Game absolut unterhaltsam. Ich fand es wieder ein richtig cooles Chillers-Art-Game. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie es ihr fandet und hinterlasst mir gerne ein Like oder ein Abo oder hättet die Doom-Bell für den nächsten Horror-Content. Ja, und ich fand's richtig cool. Wird sofort wieder Barista werden. Wie man sieht, kann überhaupt nichts Schlimmes passieren. Und schreibt mir auch gerne eure Kaffeevorlieben in die Kommentare, es interessiert mich. Macht es gut, mögen die großen Alten euch beschützen. Bis dann, ciao.